keine Ahnung. Manchmal habe ich keine Ahnung. Aber das macht nichts. Denn ich mache es trotzdem. Und quatsch in die Kamera und denke mir, was soll's, ne? Ist ja egal. Es ist ja nur für mich. Und das stelle ich niemals online. Weil, wer will das schon sehen? Wenn ich da so am Überlegen, am Reden, am, keine Ahnung, Faden verlieren bin, ist ja wurscht, weil sieht ja keiner. Ne? Das ist das Gute, wenn man für sich so ein Video aufnimmt mit einem schicken Rahmen. Ja, aber die Technik macht es möglich. Und sich nicht wirklich vorher überlegt hat, was habe ich denn jetzt, sondern halt einfach irgendwie die Zeit füllt, damit halt so, you know? Genau, und hast du schon mal ein Video aufgenommen von dir? So eins? So eins, das du dann irgendwo hochlädst, dass irgendjemand anders sehen könnte? Wenn ja, dann weißt du sicher, was vorher alles abläuft. So, oh Gott, was sage ich jetzt? Und nee, passt noch nicht, die Optik, die Haare sind noch nicht schön. Egal, ne? Der Hintergrund, das Licht, die Kamera, das Gesicht, die Stimme, der Inhalt, der Text. Es gibt immer irgendwas, es gibt immer auch Ausreden, irgendwas nicht zu machen. Für mich die Frage, wie lange willst du dir deine Ausreden selber glauben? Vielleicht ist heute der Moment, dass du sagst, ach, dieses und jenes, das wollte ich ja schon lange mal machen. Aber irgendwie finde ich immer Ausreden. Ich habe keine Zeit. Nee, passt gerade nicht. Schlechter Moment. Falsche Energie. Du siehst, einfach machen. Einfach mal ausprobieren und bemerken, dass du es überlebst. Ja? Vielleicht denkst du jetzt auch, meine Güte, kann man doch eigentlich alles rausschneiden. Man könnte ja jetzt dieses ganze Video zerteilen und aufschneiden, damit es ordentlich perfekt ist für LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, was es alles gibt. Kann ich machen? Muss ich nicht. Ich guck mal, was ich mache. Vielleicht siehst du dieses Video auch in voller Länge. Dann hat es ungefähr. Manchmal 3 Minuten. Du wirst es sehen. Have a nice day und trau dich was. Ciao.